Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Portal 2 und wir sind hier und arbeiten jetzt als Maler und Anstreicher mit zwei Farben, haben weite Distanzen zu überwinden und ein paar knifflige Rätsel zu lösen, zum Beispiel wie bekommen wir jetzt diesen Würfel von da oben runter? Wir können da nicht portalisieren. Wir schauen uns das einmal von da unten an. Wir machen da ein Ausgangsportal und da gibt es keine Möglichkeit. Da oben auch nicht. Es ist nur so ein Lautsprecher. Buhu. Portalmöglichkeit, Portalmöglichkeit, aber hier schon wieder nicht. Also wir können hier auch nichts vollspritzen. Was heißt das jetzt für uns? Wir müssen hier auf anderen Wege mal raufkommen, gell? Ja, gut. Ja, also hier können wir nichts mehr sehen. Da gibt's nichts. Dahin müssen wir. Und mir wird da schon wieder schwindlig. Wurscht. Zurück. Weiters haben wir da vorn. Und da habe ich ein paar Pfeile gesehen. Springen wir da mal gleich hin. Da können wir auch nirgends irgendwas voll machen. Zum Springen und so, das ist alles so ein Gitterfußboden. Aber da vorne, seht ihr, da sind Pfeile. Und ich nehme an, da machen wir wieder so ein Beschleunigungsabsprungschanzending hin, weil das da oben ist ja schräg, ne? Und dann kommen wir darauf, das schaue ich mir auch noch mal gleich aus der Nähe an. Das ist ja auch eine Rampe, so wie es aussieht. Und Eiderdaus, was ist da gleich in der Flugbahn? Schauen wir gleich. Ja. Genau. Ja, genau, das müsste hinkommen. Also wir machen das mal blau und rot. Also zuerst brauchen wir hier die Beschleunigung, ja? Wir machen hier ein Ausgangsportal. Und... aha. Nix. So, komm raus. Ja, also wenn das zu Hause beim Ausmalen auch so klasse funktionieren würde. Ruckzuck. Na? Cool. Wir machen dann da oben ein Ausgangsportal. Na? Hm. Das passt so, oder wir machen das jetzt in blau? Komm. Bitte geh rauf. Ja, genau, das passt uns, ja. Und das, nehme ich an, wird der erste Streich sein, den wir da machen. Wir werden da einmal das wegnehmen und das Loch einmal stopfen, bevor uns da noch die Farbe ausgeht. Weil wir wollen das ja noch, wenn man auf das Geländer schießen will und es treffen will, trifft man das natürlich ja nicht, gell? Ja, aber rutsch! Uff. Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. So und so. Beschleunigung, Absprung, Katapult. Und? Wenn alles gut geht, landen wir da vorne. Bereit zum Springen? Wenn ihr seid. Okidoki. Auf geht's, Leute. Au! Jump, 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 jump. Ja. Perfekt. Also. Im Zirkus Maximus ging ja das ja gar nicht besser. Jetzt müssen wir dann nur noch runterkommen, gell? Ja, da können wir runter. Oder wollen wir das? Ja, sicher. Wir können ja sonst gar nicht runter da. Wir müssen hier irgendwie portalisieren. So, Leute. Das nächste ist, wir müssen ja das Ding, haben wir gesagt, da vorne rauflegen. Und dazu machen wir da den Eingang
und dort vorne den Ausgang. Ja, und was heißt das jetzt? Und wozu ist das da jetzt da? Diese Zeichen sind ja auch immer extrem wichtig, ja? Ja, gehen wir es mal von hinten an. Wir müssen darüber. Keine andere Möglichkeit. Portale gibt es nicht. Seht ihr, was ich sehe? Ich sehe da eine imaginäre Flugbahn. Ja. Und woher? Ah, das haben wir noch gar nicht gesehen davon. Da können wir Portale schießen, ja. Gehen wir mal darauf. Schauen wir uns das mal an. Das schauen wir uns doch einmal an. Ja. So. Das ist unsere Schanze. Eureka, wir sind darüber und jetzt müssen wir aber dorthin. Padauts, aha. Ja, wieder so ein super Zeichen. Perfekt. Plus eine Schanze. Ich nehme an, das ist eine Sprungschanze. Und das davon, das wird sich nicht ausgehen. Aha, na gut. Einmal retour. Und ich richte mich da jetzt ein. Und überdenke mal die ganze Sache. Ab jetzt und bis gleich. Ja, und fertig gedacht. Also, diese Distanz, nehme ich an, können wir nicht einfach so überwinden. Wir müssen da auch jumpen können und mit unserem eigenen mäßigen Jump schaffen wir das nicht. Mit dem Rutschgel oder Beschleunigungsgel hat das auch nicht viel Sinn, weil das ist ja gleich hoch. Und da ja dieses Zeichen ist, und das hat mich ja darauf gebracht, und das Ding sich ja umgedreht hat, haha, müssen wir die Plattform wahrscheinlich mit Sprunggel bespritzen. Super, dass wir jetzt drauf kommen. So, einmal weggelegt. Und seht ihr? Das heißt, wir müssen hier blaues Gel rauf machen. Da oben blaues Gel rauf machen. Und dann auf unser Glück vertrauen. Gut so. Wir gehen einmal zurück, wenn wir können, von hier aus. Ja, egal, wie kommen wir da hin? So. Oder nein, wir machen das anders. Wir gehen daher. Ja. Gut so. Wir gehen da mal raus. So, wir haben da... Ja, das war jetzt auch, ist egal. Wir machen da den Ausgang und da oben den Eingang. Dann, na, was ist jetzt? So, ja, gut. Dann sind wir mal hier und haben da ein blaues Portal. Und wir haben gesagt, wir brauchen das Sprunggel. Das blaue Portal ist drüben. Das sehen wir von hier. Und jetzt hauen wir da mal rotes rein und schauen, was passiert. Ja, und voll gespritzt. Passt. Noch einmal. Ja, spritzt voll. Dann haben wir gesagt, wir müssen da oben auch noch blaues Gel hinbringen. Dann werden wir versuchen, von hier einen Sniper-Schuss zu machen. Zack. Und? Jawohl. Was haben wir jetzt noch vergessen?
Na, eigentlich gar nichts. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur wieder noch den Würfel umdrehen, gell? Oh, oh. Dazu müssen wir wieder drüber. Mein Gott, ist dieser Do so umständlich, gell? Wir machen da... So, dann... Kleine Kontrolle. Das da oben ist blau. Okidoki. Und... Dreh dich, mein Freund, im Kreis herum. Diddledidum, diddledidum. Gut so. Wir müssen jetzt da zur Beschleunigungsschanze wieder rüber. Das ist vielleicht kompliziert. Was haben wir da blau? Dann gehen wir mal darüber. Schwuppsdiwupp. Oh oh. Aber jetzt müssen wir da oben raus. Drum. Schanze bereit. Alles bereit. Kein Fehler. Also, Gedankengang. Beschleunigung hier raus. Darauf. Dann über das Sprunggel hier runter zu diesem Sprunggel und dann darauf. Okidoki. Schauen, ob es funktioniert. Und Kartoffel, was sagst du dazu? 3, 2 und spring, mein Freund, spring, 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 bitte, bitte, bitte. Ja, bei Interesse haben wir immer noch Plätze frei für das gerade erwähnte. Ihr müsst uns nur erlauben, euch auseinanderzunehmen. Wir pfuschen hier nicht um. Wir wissen, wie man einen Menschen wieder zusammensetzt. Eine komplette Rundumerneuerung. Aus alt macht neu. Außerdem entfernen wir alle Tumore. Im Grunde müsstet ihr uns bezahlen. Du Kasperl, kein Test kann uns aufhalten. Leute, schön, das war wirklich ein nettes Rätsel. Hat mir gut gefallen. Ein wenig tricky und wirklich, ja, haha, ich bin kein einziges Mal ins Wasser. Naja, ich will mich nicht lange aufhalten, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, macht ein Abo und wenn ihr am Laufenden bleiben wollt, wir sehen uns wahrscheinlich wieder gleich beim nächsten Rätsel, wenn ich und meine Kartoffel da auf dem Weg zu unserem Kontrahenten sind. Okidoki, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, euer Toso. Mit der Kartoffel. Sagt tschüss, tschüss, baba.